Früher dachte man bei dem Namen von Torra an den legendären Sportmoderator Jörg von Torra. Mittlerweile ist Tochter Laura von Torra in seine Fußstapfen getreten und macht ihren Papa sicherlich mächtig stolz. Die 31-Jährige moderiert große Formate wie die RTL-Show Ninja Warrior Germany und Der König der Kindsköpfe, sowie das Fußballmagazin 100% Bundesliga auf Nitro. Und bei ihren TV-Auftritten wird schnell klar, Laura ist nicht nur ein Moderationstalent, sondern auch eine echte Schönheit. Immer mal wieder zeigt uns die gebürtige Bremerin auch etwas mehr Haut, wie hier bei einem Besuch in Dresden. Aber auch für berufliche Anlässe darf es mal etwas heißer sein, wie dieses gewagte Negligé-Kleidchen mit Spitzenbesatz beweist. Bei ihrem neuesten Schnappschuss zeigt sich die schöne Brünette wieder von ihrer Schokoladenseite. In diesen Glitzershorts kommen ihre eleganten Beine, von denen man meinen könnte, sie reichen bis zum Himmel, perfekt zur Geltung. Die sympathische Powerfrau ist in diesem sexy Outfit nicht nur ein echter Hingucker, sondern beweist wieder einmal, wie gekonnt sie ihre trainierten Beine stilsicher in Szene setzt. Kein Wunder, dass Laura ihre Fans mit diesem Bild in Schnappatmung versetzt. Sehr schön und sexy. Tolles Outfit, wow. Du siehst hinreißend aus. Und Traumfrau sind da nur einige der begeisterten Fanbotschaften. Passend zur Glitzer-Hotpants trägt die Moderatorin diese elegante Jacke aus demselben Stoff und klassische Lack-High-Heels. Auch ihr Make-up ist atemberaubend, ein feiner Teint und spektakuläres Smoky Eyes. Und bei genauem Betrachten fällt auf, Lauras Outfit ist auch obenrum ganz schön heiß. Unter der Jacke blitzt nämlich dieses feine Spitzentop heraus. Was für ein Hammer-Outfit. Da hat dann auch leider niemand mehr Augen für den festlich geschmückten Weihnachtsbaum, liebe Laura.